Aber eine geile Zeit, oder? Was wir gemacht ein haben. Halbes Jahr und da die ganzen Sachen durchgewichst, die wir sonst im Jahr machen. Ja, super. Aber trotzdem geile Zeit. Ja, absolut. Aber ich muss schon sagen, wir haben fast, also wenn ich jetzt an nächstes Jahr denke, ja, dann haben wir nur ein Seminar im Monat. Das entwickelt sich ja erst. Ey, das ist ja wie Urlaub. Das ist wie Urlaub, ja genau. Ich weiß noch nicht warum. Dieses Jahr haben wir so mindestens einmal in der Woche ein Seminar hier gehabt. Ja. Also ich, ja. Ich fühle mich ja, fast, aber als wir haben ja auch, hier. Wir haben auch in den ersten 5 Monaten nichts gemacht. Ja, stimmt. Das liegt natürlich auch daran. Ja, wir haben jetzt im Juni ja angefangen wieder. Ja gut, wir haben natürlich auch viele Firmenfeiern, wie gerade, ja? Ja. Und da sind wir natürlich auch immer stolz drauf, dass die Firmen bei uns die Events machen, finde ich. Dass das immer mehr wird, dass die Firmen verstehen, dass man bei uns Spaß haben kann. Ja, und die haben heute reichlich Spaß gehabt. Reichlich Spaß. Und jetzt haben die noch mehr Spaß, weil die gehen nämlich rüber in unsere schönste Kneipe, ins Keilerhaus. Da habe ich nämlich einen Tisch für die reserviert. Und da haben die jetzt noch bis morgen früh Spaß. Der Frank ja, du hast ja gesagt, die schönste, aber es ist auch die einzige Kneipe hier im Ort in Elfen. Ja, gut, aber ja. Auch die schönste. Ja. Glühwein. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, unser Getränk kurz des Tages mal wieder. Ja. Kurz vor Weihnachten, auf jeden Fall. So ein bisschen geschneit hat ja auch schon, oder? Absolut. Auf der einen Seite bin ich ja froh, dass wir so die Saison gut hinter uns gebracht haben. Ja. Hinter uns hört sich so negativ an, aber es war schon knackig, ne? Aber hat super, super Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Ich meine, ohne euch wären wir jetzt nicht hier. Ja? Genau. Deswegen hoffe ich, dass ihr nächstes Jahr wieder reichlich bucht. Der März ist ausgebucht. Die anderen Monate sind auch bis schon Mai. Gebucht. Ich glaube, am 11.5. ist das nächste Seminar verbucht. Ja, aber YouTube war ja auch nicht schlecht, was wir dieses Jahr mal so gemacht haben. War auch eine Erfahrung. Ja, das ist so. Also YouTube haben wir auch dieses Jahr mit angefangen. Du hinkst noch so ein bisschen hinterher. Ich habe ja schon 180 Follower. Ja, aber die kommen ja jetzt. Das ist ja alles der Beginn oder sowas. Die warten ja alle drauf, jetzt Weihnachten zu abonnieren als Geschenk für genussvoll. Genau. Ja. Macht's einfach. Abonniert den Kanal, schaut's euch an. Jede Woche kommt was Neues. Ab Januar ändern wir das Format noch wieder so ein bisschen. Ich denke, wir machen wieder ein bisschen was Regionales noch. Ja. Aber wir werden noch ein bisschen mehr vor Ort mal sein, mal einkaufen und ähnliche Dinge. Damit man einfach mal sieht, was für schöne Geschichten hier im Siegerland haben und wo man halt auch gute Ware einkaufen kann und damit auch guten Gewissen Fleisch verzehren kann. Halt, ne? Genau. So denke ich auch, dass wir das so machen sollten. Und ich denke mal, wir sagen mal so langsam Tschüss für dieses Jahr. Ja? Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und schaut euch die Outtakes an. Das lohnt sich auch. Kurz vor Silvester seht ihr die auch. Und bleibt gesund. Und ich sage auch für Totti, das muss man einfach auch so sagen, bleibt genussvoll. Und macht's gut. Ciao. Ciao.